Hallo, mein Name ist Stefan Münch. Ich bin der Chef vom Bauerngartle Münch. Und zusätzlich haben wir hier noch der Hoflader Heinrich Münch. Das ist mein Vater. Das heißt, wir sind zwei Betriebe in einem Betrieb. Mein Vater, der produziert 20 bis 25 Hektar Kartoffeln. Und ich mache der komplette Gemüsebau hier auf dem Betrieb. Wie vermarkten wir hier unsere Sache? Also wir haben einmal den Hofladen hier in Waldhausen mit einer riesigen Auswahl an Produkten, wo wir von Bauern und Kollegen aus der kompletten Umgebung in einem Hoflader zusammengefasst haben. Das heißt, das Spektrum von den Produkten geht von kompletter Gemüsebau, was wir hier produzieren, was wir nicht produzieren können an Gemüse, also wo in Gewächshäuser wächst, haben wir von regionalen Garten und von Bekannten, die das selber dann in Gewächshäuser wirklich fachmännisch auch produzieren können. Dann haben wir komplettes Wurstsortiment vom Metzger hier aus der Region, mit dem wir sehr gut zusammenarbeiten. Dann Nudeln, Käse und alles Mögliche an Mehl. Genauso haben wir einen Weinhandel von einer bäuerlichen Genossenschaft aus Heilbronn, wo wir seit sehr, sehr vielen Jahren wirklich in dieser Genossenschaft waren und daher immer noch unseren Wein beziehen. Auch zusätzlich, was neu eigentlich ist, ein großes Sortiment an Prinzschnäpsen und Schnäpse, wo auch hier im Lande gebrannt waren, also von unseren Kollegen am Bodensee. Dazu haben wir ein riesiges Äpfelsortiment, teilweise natürlich auch von eigenen Flächen am Bodensee, wo wir Obst anbauen und daher auch sehr gute Kontakte haben und eigentlich auch auf Wunsch auch oft mal was noch bestellen können, was man sonst eben nirgends bekommt. Dann ist die nächste Verkaufsstrategie, die wir fahren, natürlich der Wochenmarkt. Ja. Das heißt, wir haben aktuell 9 Wochenmärkte, die wir beliefern oder beschicken in der Woche. Die Wochenmärkte, müssen wir wirklich sagen, laufen sehr gut. Also unsere Kunden sind sehr zufrieden. Natürlich stetig am Wachsen, ja, und auch wo man eben sieht, dass die Leute doch immer noch mehr Wert legen auf regionales Gemüse und auch auf einfach wenig behandeltes Gemüse. Da wir eben doch auch Salate und jegliches Gemüse selber produzieren, das auch weitgehend, muss ich wirklich sagen, unbehandelt ist, legen die Kunden doch auch mal gern auch etwas mehr hin und sagen, okay, wir wollen das, wir unterstützen das und wir wollen das einfach, wo man auch wisset, da kommt es her, da können wir es auch mal anschauen, ja, und kommen hier direkt auf den Betrieb und laufen mal auch durch die Felder und schauen das Ganze einfach an, wo sie auch einfach dann auch erkennen, was das tatsächlich an Arbeit dahinter steckt und auch einfach mal das erleben können, wenn sie hier sind, ja. Ja, unsere Wochenmärkte, die mir beschickt, die startet ganz normal am Dienstag morgens. Da wir ja Montag noch zum Ernten brauchen immer. Das heißt, Dienstag morgens ist Bad Buchau und Trochtelfinger, das heißt zwei Märkte morgens. Dann am Mittwoch unser ältester Markt in Biberach, den wir seit 60 Jahren beschickt. Donnerstags sind wir dann ganz neu jetzt in Zwiefalten, die bisher gar keinen Wochenmarkt hattet. Also da habe ich und ein paar Kollegen mit der Gemeinde zusammen einen ganz neuen Wochenmarkt auf die Beine gestellt, der super angelaufen ist. Und mein zweiter Stand ist da in Pitz und mittags dann in Albstadt-Lautlingen. Freitags sind wir dann in Albstadt-Teilfingen, das ein Ganztagsmarkt ist. Und am Samstag dann wieder in Biberach und in Albstadt-Ebingen. Das heißt, wir haben Wochenmärkte wirklich von Dienstag bis Samstag.
Und teilweise natürlich auch zwei am Tag, das sehr arbeitsaufwendig ist. Und man muss alles im Vorfeld richten und nachher wieder abladen und gleich der nächste Markt wieder richten. Genauso das ganze Ernten und Herrichten, das gehört aber alles dazu. Ja, also es ist ein Arbeitsaufkommen, wo sehr hoch und sehr enorm ist. Und man muss auch einfach sagen, es ist auch interessant, wenn wir das sehen auf dem Markt, die Kinder, wie sich die für das ganze Thema doch tatsächlich interessieren, aber es oft von der Schule auch vernachlässigt wird, dass die mal sagen, okay, wir kommen auf den Betrieb. Wir haben jetzt zum Beispiel tatsächlich der Kindergarten in Altheim, also ein Ort weiter, wo bei uns jetzt am Montag kommen und einfach einmal sehen wollen, was macht man auf so einem Betrieb, wie wächst gewisse Sachen, was arbeitet man da, und wollen das einfach einmal sehen und erleben. Und dann haben wir gesagt, okay, kommen doch mal vorbei, dann gehen wir mal mit den Kindern Salat schneiden, dass sie das einfach mal selber machen können und mal einfach auch sagen können, ja, das machen wir, und haben da dann auch Spaß und ja, bekommen da einen kleinen Bezug für dieses Thema, und wo doch eigentlich auch sehr wichtig ist, weil wir leben alle von der Landwirtschaft in diesem Land, und wir brauchen die Landwirtschaft, ja. Und das heißt, wir brauchen den Gemüsebau, wir brauchen aber auch eine Tierhaltung, ja. Und es muss für jeden was dabei sein und es muss auch erschwinglich sein, ja. Und da muss man auch einfach sagen, ist es auch wichtig, dass man doch alle zusammenschafft und auch, dass man offene Betriebe hat, wo die Kunden und die Leute, die sich da dafür interessieren, jederzeit auch kommen können und sich einfach einmal selber das Bild machen können und sagen, jawohl, da kann ich wirklich schauen und kann mir das auch mal einen Rat holen, ja. Und wir haben das auf dem Markt jeden Tag, wo die Leute kommen, wie baue ich was an, und wo mir denen auch wirklich helfen, weil sie sagen, ich habe da was angebaut, aber das wird nie was, und ja, und wir können da wirklich helfen. Fragt die Bauern oder fragt die, wo euch da das verkauft. Aber da müsst ihr halt wirklich zum Bauer gehen und nicht zum Händler. Ja, und das ist eben der große Unterschied auch auf dem Wochenmarkt. Der Bauer ist nicht der, wo der größte Stand hat, weil das zeitlich einfach gar nicht geht. Das sind die ganz riesigen Stände, sind halt oft die Händler, ja, weil die lassen sich alles liefern und die bauen auf und gehen wieder, aber die müssen im Vorfeld nichts richten.